Moin moin meine lieben Puderquasten und herzlich willkommen zurück zu Life is Feudal Quatsch. Life is Blöckchen. Life is Blöckchen, genau. So, wir gehen mal auf den Jova. Och nö. Was denn? Ja, und Dämmerung. Die Escape-Taste klappt schon wieder nicht, das ist halt ein bisschen blöde jetzt. Wir haben aber festgestellt, dass es tatsächlich an der Aufnahme liegt. Ja. Ich muss mir halt leider wieder den GM0 geben, sonst klappt es bei mir halt echt nicht. Ich weiß nicht, als was ich schon. Ich glaube, ich werde immer in den falschen Game-Mode einfach reingesetzt. Ja, ich baue hier mal die Treppe weiter. Ich wollte gucken, bis wohin die Region geht hier, ne? Okay, hier sind wir noch. Hier sind wir auch noch. War das Slash oder Punkt Region Info? Ich glaube, du kannst den Command gar nicht benutzen. Ich würde es versuchen. Slash Region Info. Auseinandergeschrieben oder in zwei? Slash Region Leerzeichen Info. Also in zwei Worten. Nö, keine Berechtigung. Das hätte mich auch sehr stark gewundert. Hä? Ich hab dich nicht gehauen. Nö, nö. Nein, hab ich auch nicht. Ich hab den Block hier abgebaut. Hä? Ich lebe noch, oder? Ja, aber ich wundere mich aber trotzdem, wieso. Es tut mir leid. Wollte ich nicht. Oh, was haben wir denn hier? Marble? Oh, wir haben Marble. Guck mal. Du weißt, was Marble ist? Nein. Marmor. Wir haben eine Marmorgrube. Okay. Wir können uns einen riesen Tempel aus Marmor bauen. Und eine Quarzsitze haben wir auch hier. Ich habe das Gefühl, die Position hier ist ziemlich scheiße. Erst kickt mich der Creeper hier runter, jetzt du. Soll ich dir hier noch einen Zaun draufbauen? Nein. Besser, ich falle ins Wasser, als dass ich vom Creeper getötet werde. Du könntest dich einfach hier hinstellen und drunter angeln. Dann kannst du nicht runtergehen. Hier ist das Loch, da ist es auch hell, wenn es dunkel wird. Erstaunlicherweise. Die tiefe Stelle ist noch heller. Auch im Dunkeln. Okay. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich jetzt gerade sage, dass ich das komplett verstanden habe. Da, wo das Wasser am tiefsten ist, hier in diesem Bereich. Auch wenn es dunkel wird, ist es da so hell, dass ich den Schwimmer noch sehen kann. Ah, wenn er sich bewegt. Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Ich jetzt einfach hier mal die ganze Zeit voll Wert drauf lege, dass der Weg hier schön hoch geht. Ich habe kein Holz mehr. Wir haben noch ein paar Bäume, bestimmt. Ja, durchaus. Ich glaube, den hier vorne lassen wir stehen, der ist ganz schick. Einen hatte ich sogar schon angefangen abzuholzen. Ich glaube, den hast du jetzt auch schon begradigt, ne? Also nicht. Da habe ich angefangen, in der Spirale mich hochzubauen. Nee, den habe ich noch nicht gemacht. Zumindest nicht bewusst. Ich habe eine Schüssel geangelt. Juhu, wir können uns Suppe machen. Ja. Large Food Dendroboin. Was auch immer. Ich nehme mal das Large Food Dendroboin mit. Eine Spirale nach oben zu bauen. Ah, der hier. Okay. Dann nehme ich den mal weg, ja? Mhm. Ich dachte mir, der steht so dicht an einem anderen. Jetzt habe ich eine Wasserflasche gekriegt. Eine Wasserflasche, okay. Mhm. Achso, also, ja, okay, cool. Da können wir uns, glaube ich, dann irgendwann was zusammenbrauen drin. Genau. So, Baum ist weg, Laub hängt leider noch oben drin. Ja, deswegen habe ich mich in der Spirale hochgebaut, um dann das Laub auch auszurupfen. Dupp. Ich habe mal den einen Grabstein hier weggemacht.
Danke. Auch auf die Gefahr hin, dass es deiner war. Der war leer. Den Extrembagger benutzen wir jetzt gerade mal nicht, ne? Aber ich mache hier trotzdem noch ein bisschen Terraforming. Nicht viel, nur ein bisschen. Wir müssen jetzt mal langsam unser Häuschen anfangen eigentlich, ne? Ja, und dafür halt auch die Bäume. Könnten wir. Wahrscheinlich noch ein paar mehr. Ja, wir können ja erstmal mit einem kleinen anfangen hier, oder? Wir können auch einfach einen Baum mit in die Hütte reinbauen. Ja, dann hätte ich aber so einen schönen großen gerne. Willst du ein Baumhaus bauen, ein großes? Nein. Okay. Was möchtest du denn für eine Hütte? Für eine Art. Erdhöhle. Nein. Ich wollte gerade sagen. Japanese Ivy? Aha. Wobei so eine Hobbithöhle. Ja, passt auch nicht ganz so zum Stil, ne, den wir so Stimmt angedacht auch hatten. wieder. Jetzt habe ich eine zweite Schüssel. Flussaufwärts spült wohl gerade jemand. Ich glaube auch. Super, du räumst hier gerade den kompletten Schrank leer. Ja, wenn er die Schüssel nicht festhält beim Spülen. Also unser Grundstück geht übrigens nur bis hierhin, ne? Ist das gut oder ist das schlecht? Ist okay. Na dann. Dann würde ich fast sagen, dann ziehe ich hier mal was drüber. Ein rot-gelber Fisch. Ein Nemo? Nein. Weißt du, wie fies das ist, dass da Kohle ist und wir da nicht drankommen? Ja. Ich werde jetzt gleich erstmal nochmal schön verhungern. Wir haben Fisch, ist ein bisschen Fisch. Ja, ich kann aber auch erstmal einfach verhungern. Wir haben 12 Fische. Ja und? Wenn ich ihn nicht esse, haben wir mehr als 12 Fische bald. Warte, ich muss zur Werkbank. Ja, 3 habe ich ja immerhin noch roh in der Tasche. Ach, ich verhungere einfach, oder? Ich glaube, ich verhungere einfach. Das macht's einfacher. Das macht's einfacher für uns alle, wenn ich einfach. Naja, du kommst ja wieder. I'll be back. So, nochmal ein paar Stüfchen gebaut. Ha, noch eine Angel geangelt. Unbreaking 3, Lure 2, Lock of the Sea 2. Mal eben eine verzauberte Angel geangelt. Ja, unser Weg geht nur bis hierhin, fällt mir gerade auf. Ja, was denn? Ich habe gerade eine verzauberte Angel geangelt. Echt? Ja. Ja, Zauber. Du bist Bücher ja kriegst du auch. zauberhaft. Oktopus. Oktopussy? Dr. Oktopus haben wir ja nicht. Man kann tatsächlich den Oktopus braten. Echt? Ja, gut. Ist ja auch jetzt nicht so abwegig eigentlich, ne? Partymause? Was für eine Partymaus? Ja, ich meine die Beschreibung.
Beim guckt Fisch steht Snack und bei dem guckt Oktopus hört die Morsel. Herzhafte Mahlzeit. Ja, ein Snack gibt dann nur ein bisschen was und das andere gibt halt mehr. Tja. Ist doch gut. Ist doch super! Ich halte mich gerade sehr hartnäckig hier, muss ich sagen. Ich habe jetzt eigentlich darauf gewartet, dass mein nächster Sprung kommt. Wir wissen alle, dass das gleich passieren wird. Ja, bin auch schon ganz gespannt. Ich warte schon drauf. Du kannst auch von hier oben angeln. Hier bist du vielleicht ein bisschen sicherer. So, hier ist noch meine Region. Und hier ist auch noch meine Region. Wir brauchen ganz dringend mal irgendwie Eisen oder so. Vielleicht sollten wir gleich einfach mal wieder in die Farmwelt gehen. Klöpp. Mir geht's wieder gut. Da hörte ich nur so einen Knack links von mir. Das kann gar nicht sein. Ich finde das irgendwie merkwürdig, dass mir manchmal einfach gar nichts angezeigt wird. Wir sind die Erde nicht auf. Manchmal ist das ein bisschen buggy. Und wie geht's dir beim Angeln? Gut. Ja? Kniest ja. Du die Stille, das klare Plätschern unter dir? Ja, und den Gedanken, dass man sich davon ernähren kann, auch. Kann man sich davon ernähren? Ja. Man kann sich von Fischen ernähren? Man stelle sich das mal vor. Welch abstruser Gedanke. Ich freue mich auf unser Abendessen. In einigen Stunden. Ja, ich mich auch. Jetzt würde ich gar nichts davon essen wollen. Ich auch nicht. Ah, diese Musik im Hintergrund, ne? So richtig schön chillig. Ich habe leider noch nicht kontrolliert, wie laut die jetzt wirklich ist. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Also irgendwie fällt das Holz immer dahin, wo ich es gerade nicht brauchen kann. Böse Spinne. Hat sie dich etwa erschreckt? Ein bisschen, ja. So, irgendwo roher Fisch, nee, ne? Ich hab rohen Fisch in der Tasche. Jetzt möchte ich mal gucken, wie das Komatitkoppel aussieht, ob man daraus eventuell was Schönes machen kann hier.
Der rockt schon wieder die Scheiße fett da. Wahrscheinlich ist der Bug gerade geflutet worden. Der Bug. Ach so. Schiffsbug. Er ist ertrunken. Creeper ordnungsgemäß entsorgt. So kann man das auch nennen, ja. Naja, er hat mir nichts getan, ne? Und dir ja zum Glück auch nicht. Das war die Hauptsache, sonst wärst du wieder unten gelandet. Aha. Ich wäre wieder schön im Wasser gelandet. Das gefällt. Ich glaube, das will mir hier gefallen. Bitteschön. Danke. Ich habe zeitgleich noch mal eben versehentlich einen Fisch geangelt, ne? Jo, ist doch super. Oh, die Ranken möchte ich, glaube ich, hier lassen. Das sieht cool aus. Oh, Enderman! Dein fucking Ernst? Wo ist er? Verdammt! Nicht angucken. Nur, wo ist mein Inventar? Verdammt! Oh, jetzt ist aber Krabbelparty hier. Hast du mein Inventar? Nein. Warte mal, irgendwo ist das hier. Ich sehe es nur wieder nicht. Schön auf den Boden gucken. Siehst du hier einen Grabstein? Nein. Aber ich könnte den von hier drin plätten, glaube ich. Ja, dann probier's. Ja, wenn er noch da wäre. Der ist noch da. Der hatte nur noch einen. Wo ist denn der Drop? Nee, der ist noch irgendwo. Ich hab den Nee, der ist umgekippt. Okay. Super, ich bin hier oben am Baum. Das halte ich jetzt aber für sehr gemein hier. Das ist gemein, Eva. Jetzt muss ich auf den Baum klettern. Och, Schnüff. Besser als wenn's Inventar weg wäre. Ich hab einen Apfel. Suppi. Ich spring jetzt mal nicht hier runter, ne? Mm-mm. Sagt er und sprang trotzdem. Naja, viel. Ich hab die Spinne da irgendwie eingebaut. Hallo? Imba? Ich glaube, ich darf diese Spinne nicht. Kannst du die angreifen? Hab eine gefunden. Ja, das war die, die ich ausgebuddelt habe. Die kann ich nicht angreifen. Sehr verwirrend, das Ganze. Aber wir machen hier mal ganz kurz eben ein kleines Päuschen, denn wir sind schon wieder mit angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und ciao.